Halo 2, Anniversary Edition. Die große Reise, die Mission. Die Mission der Mission. Das ist ein krasser Beat hier. Wir machen jetzt unsichtbar. Schade. Das wäre so geil gewesen, wenn ich die einfach alle wegschlitze. Das wäre irgendwie nice. Versuch's nochmal. Tschüss. Was? Ich wurde von oben geschossen? Nee, so nicht. Wenn man hier zu mir kommt, dann kann ich direkt schlitzen. Nein, ich war so gut. Glaube ich. War mir nicht so ganz sicher, ob ich gut bin, aber ich war so gut. Das mit dem Schlitzen war schon echt geil. Ich habe halt eben auch nur 62 Schlitzer-Muni, ne? Aber wir machen das nochmal. Ach. Scheiße. Ja, wenn er mich einmal wegrammt. Ich würde die so gerne wegschlitzen, ne? Leute. Weil mit dieser Pillow-Waffe da, die ich da habe, das wird noch nie funktionieren. Also ich finde schon, dass geschlitzt werden muss. Tschüss. Nee, die mich. Das ist nicht gut. Oh lol. Oh lol, ich hab's geschafft. Ich hab die alle weggeschlitzt. Yo. Ah nee, nicht ganz. Schade. Okay, die wissen nicht, dass ich da bin. Also, wie viel Schlitzenergie habe ich noch? 11. Okay, 11 Schlitzenergie. Nicht 4. Komm, wir probieren's. Nein! Oh, ich habe leider zu wenig Schlitzenergie gehabt. Ah, fuck. Okay, dann müssen wir ein bisschen safer vorangehen, würde ich mal sagen. Aber da kommen halt noch welche raus. Manchmal klappt es mal nicht, ne? Es sind halt so viele, das würde ich halt alle wegschlitzen. Aber wenn ich jetzt hier einfach so... Ach so, hier liegt ein Schlitzer auf dem Boden. Ja, dann kann ich ja richtig... Und ein Sniper. Okay, ja dann. Ist ja kein Problem. Weil das einzige Problem war halt eben, dass ich halt eben... Fuck. Ja, ich darf auch nicht zu aggressiv rein. Das einzige Problem war halt eben, dass ich zu wenig Schlitzenergie hatte. Ne? Aber wenn da oben jetzt nur Snipers sind und Schlitzer, oder einen zumindest, dann ist das ja gar nicht so das Problem. Das war jetzt fail.
Und weg. Egal, was ich mache, es funktioniert irgendwie nicht. Okay, nächste Methode oder nächste Idee ist einfach, ich nehme hier den Sniper, ich snipe einfach ein bisschen, wenn sie mir zu nahe kommen, schließe ich sie weg. Das ist jetzt einfach so die nächste Idee. Endlich Money haben eigentlich, ne? Das wäre ja voll entschieden. Es kommen nämlich noch weitere, ne? Oh lol! Alter, ich bin gerade zu weit. Okay. Hört auf damit. Gut, den habe ich erwischt. Okay. Ah, ich hab kein. Oh. Okay, ich hab kein. Oh. Oh ja. Ja, das ist ein Riesenproblem. Ich habe die andere Sniper einfach die Muni mit von der anderen Sniper aufgenommen. Jetzt habe ich keine Sniper mehr, weil die ist einfach despawned. Mal kurz die ganze Situation ansehen. Scheiße. Ja, ist ungünstig. Die wissen auch, dass ich da bin, ne? Also Unsichtbarkeit und so ist jetzt auch nicht erstmal so krass am Start. Oh, die Granate hat gesessen. Die Granate hat richtig gesessen. Ja. Glaub. Ich glaube, wir haben es geschafft. Dann nehme ich noch den anderen Schlitzer mit, weil da haben wir 100%. Hui. So, nehme ich mit. So. Da habe ich meine richtig krasse Granate geworfen. So, Kontrollpunkt, please. Bitte. Ihr spielt mich auf Arschen. Ich laufe jetzt hier die ganze Zeit rum. Hier muss auch ein Kontrollpunkt sein. Er muss triggern. Laden, okay. Jo, da ist er, okay. Ja! Nehme ich hier. Puff, puff. Puff. Ja! So will ich das sehen. Hört, Sie mögen mich nicht. Und ich mag Sie erst recht nicht. Aber wenn wir nichts unternehmen, wird Mohawk diesen Ring aktivieren. Dann werden wir alle sterben. Tartarus hat sich im Kontrollraum eingeschlossen. Tja, ich habe zufällig einen Schlüssel dabei. Los, komm, schnappen Sie sich an den Banshee und geben Sie mir Deckung. Der weiß sicher, dass wir kommen.
Ah, ihr arbeitet mit den Menschen zusammen. Okay, wir haben nun neue Freunde. Banshee. Darf ich da auch einsteigen oder? Oh, ich glaube, der ist einfach fail gelandet, ne? War das nochmal hochgucken, war hoch, ne? Alter, was? Der fucking Ultralaser hier. Hui! 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 Wir mal kurz gucken. Eskortieren Sie. Ah, so, zum Kontrollraum. Eskortieren den komischen. Der ist weg. Nee, Alter, diese Banshees steuern, ne? Die können ja, die können ja nicht einfach so in der Luft stehen, sondern die sinken halt ab, wenn man nach unten, wenn man halt nichts macht, ne? Jo, das war's. Der Panzer ist dead. Ich glaube, dieses Riesending, ne, ich glaube, das kann nicht zerstört werden. Aber ich kann zerstört werden. Oder ich steige einfach auf. The fuck? Wieso? Auf meiner einen Maustaste ist dummerweise aussteigen irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum das so belegt wurde, aber da ist einfach irgendwie aussteigen drauf und da bin ich jetzt aus Versehen drauf gekommen. Warum? Ich weiß es nicht. Aber es ist halt einfach so irgendwie. Das Spiel sagt so. Da sind die Tastaturbelegungen. Ach ja, und übrigens, Secret-mäßig packen wir jetzt noch aussteigen auf eine Maustaste. Und am besten auch noch auf die, wo du so am besten easy raufkommst. Können natürlich auch da oben auf das Ding draufsteigen und dann da so ein bisschen von drauf runterschießen, aber. Oh, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Banshees. Sehe ich mich irgendwie gar nicht. Oh, warte, der ist schon jetzt den nächsten weiter hergeflogen. Ich brauche nicht irgendwie
Vorne. Kontrollpunkt, super. Ich steig mal kurz raus. Jetzt bist du vor kurzem Banshee. Jetzt. Ja, genau, natürlich. Yo! Willst du mich verarschen eigentlich? Ich switch mein Banshee und der ist sofort kaputt. Das ist einfach irgendwie, weil da die Banshees noch oben in der Luft sind, ne? Ich kann halt kein Banshee-Switch machen, wenn Banshees da sind, ne? Da. Jetzt geht es, okay. Ja, ich weiß, ich muss da hin. Bin auch schon am Start. Ich musste nur kurz am Banshee switchen. Machen wir den jetzt hier weg. Perfekt gelandet. Weg. Ja, was machst du jetzt, ne? Bist du so dicht dran, ne? Kannst du mich treffen? Ich glaube, wir haben es geschafft. Oder? Warte mal. Betreten Sie den Kontrollraum und kümmern Sie sich um Tartarus. Ja. Fliegt dann da mal hin, ne? Geil. Ist es noch da? Ja, guck mal, ich bin da. Komm hier gar nicht mehr raus. Komm mal hier raus aus dem Labyrinth hier unten. Ja, ich glaube, da reinfallen ist der Tod. Aber gut. Komm hier so von der Seite, ne? Der Gebieter darf nicht in die Kammer. Er räumt den Bewusstsein. Scheißstelle. Richtige Scheißstelle. Ich meine, ich habe noch einen Schlitzer. Ich könnte die wegschlitzen. Oh,
Oh nein! Und das Spiel denkt sich so, jo geil, genau das wird er auch machen und deswegen schicken wir aber noch mehr hinterher. Ja, sicher. Alter! Okay, der eine ist gefallen. Der auch? Der noch nicht? Der kriegt eine Granate. Scheiße! Hör auf! Nein! Löcher am Boden. Komm, Mensch, es ist leicht. Nimm das Symbol in deine Hand. Tu, was man dir sagt. Bitte, vorsichtig. Dieser Reclaimer ist empfindlich. Noch ein Wort, Orakel, dann reiß ich dir die Augen aus. Was nichts im Vergleich zu dem ist, was sie erwartet. Tartarus, aufhören. Unmöglich. Legen Sie es hin. Hinlegen und die Hierarchen verraten? Es gibt Dinge an Halo, die nicht einmal die Hierarchen verstehen. Vorsicht, Gebieter. Was Sie sagen, ist Ketzerei. Wirklich? Orakel, was ist Halos Zweck? In Ihrer Gesamtheit sind Sie... Kein Wort mehr. Bitte. Nicht die Glühbirne erschüttern. Wenn Sie Ihr Gehirn behalten wollen, sagen Sie denen, Sie sollen die Füße stillhalten. Bitte sehr, Sie sind dran. Die Heiligen Ringe, was sind sie? Ultimative Waffen, gebaut von den Blutsvätern, um potenzielle Flattfeinde zu eliminieren und zu harmlosen Parasiten zu machen. Und jene, die die Ringe fertigten? Was geschah mit den Blutsvätern? Als alle taktischen Möglichkeiten ausgeschöpft waren, aktivierten sie die Ringe. Sie und jegliches intelligente Leben, 3 Radii vom galaktischen Zentrum entfernt, starben. Wie geplant. Möchten Sie die relevanten Daten sehen? Tartarus, die Propheten haben uns verraten. Nein, Gebieter. Die große Reise hat begonnen. Und die Brutes, nicht die Eliten, werden die Propheten eskortieren. Er hat einfach das Ding aktiviert. Tschüss. Wie halte ich das an? Wie komme ich hier runter? Halt mich nicht hin. Hallo? Moment, Mann. Nicht bevor der Blut tot ist. Die kannst du nicht in den Nahkampf schlitzen.
Halt, kann ich den überhaupt killen oder ist er nicht killbar? Problem, muss mal kurz hoch. Mit hier, du Lutscher. So, der hat irgendwie so ein Schild und... Mache ich das falsch oder ist das alles irgendwie korrekt, was ich mache? Oh, der ist gestorben. Und jetzt? Was ist das? Ein Signal? Was tut es? Kommuniziert mit Überlichtgeschwindigkeit auf einer Frequenz von... Kommuniziert womit? Den anderen Anlagen. Zeigen Sie. Sicherheitsprotokoll. Im Falle unerwarteter Abschaltung wird das System in den Standby-Modus versetzt. Alle verbleibenden Plattformen sind jetzt bereit für Fernaktivierung. Fernaktivierung? Von hier? Machen Sie Witze? Hör zu, Blechdose. Mach mich nicht. Von wo dann? Wohin würde jemand gehen, um die anderen Ringe zu aktivieren? Na, zur Arche natürlich. Und wo, Orakel, ist das? Wir haben neuen Kontakt. Unbekannter Klassifikation. Das ist
keiner von uns. Feuer frei. Hier ist Spartan 117. Jemand hören. Over. Signal isolieren. Master Chief, würden Sie mir wohl sagen, was Sie auf diesem Schiff tun? Sir, diesen Kampf beenden. Okay. Schwarzbild. Oh. Das ist der Punkt, wo Cortana so ein bisschen verräterisch wird. Ne? Das, wer Infinite gespielt hat, der weiß, da ging es ja genau gerade los mit der ganzen Situation, dass es um die Verrat von Cortana geht. Und das passiert halt. Ne? So, wir sind durch. Wir sind durch mit Halo. Mit Halo 2. Das ist ja krass. Ja, hat Bock gebracht. War richtig geil. Ich muss mal kurz hier noch gucken. Okay, perfekt. Ja, hat Bock gebracht, Halo 2. Anniversary. War jetzt nicht so das Problem, war nicht so dieses Problem mit diesen Flat und so weiter und so fort. Das hat alles ganz gut funktioniert. Flat-mäßig. Ich habe 3 Achievements auf einmal, ich bin einfach Profi. Da gab es durchaus ein paar Stellen, die ein bisschen knifflig waren, aber das ist halt genau das, was Halo ja auch ein bisschen ausmacht. Ne? Da sind noch ein bisschen kniffligere Stellen mit dabei. Aber das hat halt viel, viel besser funktioniert, hat viel mehr Spaß gemacht als jetzt noch hier Halo Combat Evolved und so weiter fort. Ne? Also hier, der Teil, der war ja total schrecklich. Also der war richtig schrecklich. Der war jetzt schon viel besser. Halo Reach war jetzt noch so, also Halo Reach ist ja jetzt eh so ein Teil gewesen, das ist die Vorgeschichte, aber der ist rausgekommen nach, ich weiß gar nicht, welchem Teil da rausgekommen ist. Das heißt, der ist teilweise, also der ist eigentlich auch ganz gut. Da hast du auch gar nicht das mit dem Flat und so weiter und so fort. Aber Combat Evolved war so richtig schlimm. Und da gibt es ja auch einen Mod für. Da gibt es ja auch einen Mod für, dass man Combat Evolved, glaube ich, ein bisschen besser machen kann. Habe ich jetzt nicht gemacht, werde ich jetzt auch nicht spielen. Aber wirklich schlimmer Teil. Halo 3, ja, den wir dann als nächstes spielen, wenn dann wieder ein Halo dran ist. Ne? Also hier nach dem Halo-Teil jetzt hier werde ich jetzt nicht nochmal ein Halo spielen, sondern kommt was anderes, was ich mir schon überlegt habe. Und so, das kann bestimmt auch ganz gut werden. Aber es hat eben so, dass, ich glaube in Halo 3 gibt es diese eine, entweder Halo 3 oder Halo 3 ODST. Entweder eins von beiden. Da gibt es, glaube ich, dieses eine Flat-Level, was so richtig arschig ist. Da werde ich mal gucken, ob ich das ganz gut meistere oder ob dann auch, ne, aber ansonsten, Halo 2, ganz guter Teil. Sieht auch in der Master Chief Collection, in dieser Neuauflage, sieht das auch ganz gut aus. Macht Spaß und hat schöne Twists. Das Ende ist ganz cool. Natürlich, wir haben Halo 3, wir wissen also, wir können also direkt weiterspielen und können sagen, so, jo, können sehen, so was mit Cortana jetzt ist und so, ne? Ja. Wie gesagt, nach Halo 4 kommt ja noch dieses Halo, ich weiß gar nicht, ob das Halo 5 ist. Aber das gibt es halt nicht für den PC, das gibt es halt nur für Konsolen. Ich kann es auf dem PC streamen, ich habe keine Xbox aktuell. Deswegen kann ich das so nicht spielen. Es gibt eine Streaming-Möglichkeit auch über den Game Pass. Nur muss ich da halt gucken, wie das halt ist mit dem Delay und so weiter und so fort, ob es dann wirklich spielbar ist und ob ich das überhaupt im Controller gut hinbekomme. Dann kann man das angucken. Ansonsten stellt euch darauf ein, dass eventuell der Halo-Teil zwischen Halo 4 und Halo Infinite, dass wir den, wenn das nicht so gut funktioniert,
dass wir den auslassen. Ich weiß, da kommen halt so Sachen drin vor mit den Guardians, weil das heißt ja auch Guardian, Halo Guardians oder Halo 5 Guardians, die ja Cortana irgendwie übernehmen möchte, aber die eigentlich an sich, glaube ich, böse sind. Da wird die Story richtig weird. Da habe ich sie so komplett gar nicht mehr verstanden. Und da ist dann der Punkt, wo man dann so sieht, dass Cortana richtig krass abverraten ist in Halo 5. Und ja, da muss man mal gucken, ob wir den machen oder ob der ausgelassen wird. Das liegt halt alles daran, ob das mit der Streaming-Version gut funktioniert oder nicht. Ansonsten würde ich sagen, wäre schön, wenn ihr mich abonnieren würdet, wenn ihr das alles gemocht habt. Wenn nicht, dann ne, ist ja eure Entscheidung. Daumen hoch, Daumen runter geben. Kommentieren wäre auch toll. Und auch hier nochmal der ganze... der Hinweis. Es gibt nicht nur Halo auf meinem Kanal anzusehen, sondern auch noch andere Spiele, wie zum Beispiel The Witcher Teil 1, 2, 3 oder Divinity Spiele. Also jetzt die ganz alten nicht, aber Divinity 2, Divinity Dragon Commander und Divinity, Ego Draconis und Flames of Vengeance, ja, das ist Divinity 2. Aber auch, die Original Sin-Reihe, Teil 1 und Teil 2. Teil 1 sogar in zweifacher Ausführung, glaube ich. Ne? Ich glaube, zweifache Ausführung habe ich das gespielt. Einmal in der normalen Fassung und dann noch einmal in dieser neu aufgelegten Fassung. Also zweimal sogar gespielt. Teil 2 auch gemacht. Teil 3 ja, kommt ja nicht, sondern da kommt dann ja Baldur's Gate 3. Das werde ich mir bestimmt auch ansehen. Und all sowas. Kann man bei mir sehen. Auch noch ganz alte Spiele, da muss man... Muss man aber auch ein bisschen aufpassen. Alles, was vor Divinity 2 aufgenommen wurde, war noch mit einem Headset-Mikrofon. Also da klingt die Qualität noch richtig crappy. Aber das kann man sich durchaus vielleicht noch so nostalgiemäßig geben. Auch zum Beispiel Ni No Kuni 2 gibt es auf meinem Kanal. Wer da Bock hat, wer sich fragt, wo Ni No Kuni 1 bleibt, das ist geplant auch noch, Ni No Kuni 1 zu spielen. Also das ist auch noch auf meiner Liste. Das kommt, wenn alles gut klappt, nach dem nächsten Projekt, was ich mir gedacht habe, kommt dann Ni No Kuni 1. Und dann gibt es halt beide Teile auf meinem Kanal. Das ist auch noch so ein Ding. Also Ni No Kuni 2 könnt ihr jetzt schon sehen, Ni No Kuni 1 kommt noch. Ja, und auch Monster Hunter, was ich ja hier doch vor Halo hier gemacht habe. Ist ja auch noch am Starten sowas. Also es gibt doch viele Sachen, die ich hier gemacht habe. Könnt ihr euch noch umsehen, wenn ihr Bock drauf habt. Ansonsten würde ich sagen, war es das hier. Und wir sehen uns beim nächsten Spiel. Na? Haut rein. Tschüss.